ich wünsche euch einen wunderschönen Vollmond. Und wir machen heute ein Vollmond-Orakel, ein Vollmond-Tarot. Das heißt, ihr schaut jetzt einfach auf den Bildschirm, ja, online und sucht euch ganz intuitiv eins dieser Decks aus. Ja? Ich werde in der Beschreibung dann Zeitstempel reinstellen, bis wohin ihr spulen müsst, damit ihr dann euer Deck und eure Legung sehen könnt. Ja, das funktioniert, ihr müsst einfach nur rein intuitiv sagen, oh, ich möchte gerne den Stapel oder den Stapel. Ja? Sucht euch da was aus, lasst das so ein bisschen wirken, ich mache hier noch meine Vorbereitung und ihr schaut euch die Stapel einfach an. Ja, ich benutze immer Florida-Wasser, um meine Hände und meine Energie so ein bisschen zu reinigen vorher. Rauchkegel habe ich schon angezündet. Du betrachtest die Stapel und meistens ist so der erste Impuls, so, oh, das oder das, das ist immer die richtige Entscheidung. Das ist der Vibe, den du gerade hast und das ist dann auch genau das richtige Tarot-Deck für dich heute Abend. Um dir noch ein paar Zusatzinformationen zu geben, wir haben hier einmal Amethyst drauf liegen. Hier haben wir einen Skarabäus. Und hier eine Bergkristallspitze. Sind alle eingeschwungen auf den heutigen Vollmond, auf die heutige Nacht, auf einen neuen Mondzyklus quasi oder den laufenden Mondzyklus und ich hoffe, du hast dich jetzt entschieden. Falls nicht, halt das Video gerne an und überleg es dir in Ruhe und spul dann zu der entsprechenden Stelle. Ich werde mit dem Deck anfangen, dann dieses und dann dieses. Gut, wenn du dich für dieses Tarot-Deck entschieden hast, ja, dann bist du jetzt hier genau richtig. Und ich fange jetzt einmal an, die Karten zu mischen. Und du versuchst, dich irgendwie mit den Farben, mit dem Tarot-Deck zu verbinden, das Ganze irgendwie auf dich wirken zu lassen. Und dann wird die richtige Karte im richtigen Moment rausfliegen. Da haben wir schon eine. Wir brauchen erstmal drei Stück. Oh, das sind zu viele. Gerne so zu mischen, weil dann das Kartendeck entscheidet, wann welche Karte rausflutscht. Und diese Karte hat dann meistens eine Nachricht für uns. Da, die war schon auf Kipp. Ach, noch nicht. Ui, das ist ein ganzer Batzen. Dann gucken wir erstmal, was wir da haben. Also. Betrachten wir erstmal diese drei. Das ist ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und
In der Vergangenheit sehe ich, hast du daran gearbeitet, dass alle Rädchen ineinander laufen. Ja, irgendwie musstest du alles zusammen puzzeln, alles zusammen fummeln in deinem Leben. Und es war ein bisschen schwierig, es war mühsam vielleicht auch. Ja, aber du warst wirklich bemüht, dass alle Rädchen in deinem Leben quasi rundlaufen. Ja, aktuell in der Gegenwart bist du total hoffnungsvoll. Ja, du willst hoffen, du willst vielleicht wieder an etwas glauben können. Und das sieht sehr gut aus, ja, dass da Hoffnung und Heilung kommt und dass es dir bald besser geht in einer bestimmten Sache, in einem bestimmten Lebensbereich. Denn hier in der Zukunft haben wir dann den Fortschritt, ja, quasi nach vorne rausschießen, Gas geben, vorwärts kommen, auf geht's. Ja, das sagt diese Karte. Ja, heißt also, deine Arbeit in der Vergangenheit und dein unerschütterlicher Glaube und deine Hoffnung daran werden dafür sorgen, dass du einen großartigen Fortschritt machst. Die nächsten zwei Karten sind Tipps, ja, die dir helfen können, das Ganze anzugehen. Ja, da haben wir einmal die Seenymphe und einmal die Hydra, ja, und da geht es ganz klar um Entscheidungen treffen, ja. Um Entscheidungen treffen, welchen Kopf willst du zuerst abschlagen, in welche Gewässer willst du dich wagen, du musst das Ganze, ja, ein bisschen kalkulieren, ein bisschen managen, aber das wirst du schaffen, ja. Stell dich nur darauf ein, dass du managen musst, ja, dass du ein bisschen gucken musst mit deinen Ressourcen, dass du dich entscheiden musst, ja. Dieses Thema wird auf dich zukommen. Und jetzt die finale Karte. Wow, wunderbar. Die Sonne, ja, der Phönix, das ist die Erfolgskarte. Das heißt also, was immer du gerade planst und angehst, wo immer du dran gearbeitet hast, an den Rädchen gedreht hast, wo du drauf gehofft hast, wo du wirklich dran gearbeitet hast und wahrscheinlich auch viel Zeit investieren musstest und Entscheidungen. Und es war wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Du wirst Erfolg in dieser Sache haben, ja, du wirst Erfolg in der Sache haben und wirst aus der Asche steigen wie ein Phönix, deine Flügel freischütteln und triumphieren. Nice, das sieht doch mal richtig, richtig gut aus und ich denke, da kannst du positiv auf die nächsten 14 Tage bis 3 Wochen gucken. Weiter geht es, wenn du dich für diesen Stapel entschieden hast, bist du hier genau richtig und ich mische jetzt erst einmal die Karten. Ich habe mit diesem Deck auf Video noch nicht gearbeitet. Das ist ein Holographic Deck, wie ihr gleich sehen werdet. Das sind ja, alles Waldmotive. Ach, da kommt schon die erste Karte geflogen. Nice, wir brauchen 3 Stück. Nächsten 2, das sind schon welche, die wir brauchen können. Gucken wir erstmal, wie es da aussieht. Gut, also wir haben hier, ich hoffe, dass man das sehen kann. Ich halte die Karten mal hoch und drehe die zwischendurch mal so, wegen dem Holographic-Effekt. Ich hoffe, das wird für euch sichtbar. Also, 7 der Pfeile. Ja, da geht es ein bisschen um Unsicherheit, ja. Es war ein bisschen schwierig in der Vergangenheit, sagt mir diese Karte, ja. Du hast dich bedroht gefühlt, du hast dich unsicher gefühlt. War nicht so ein schönes Gefühl, ja, in der Vergangenheit. Und aktuell hast du wirklich das Gefühl, du fällst, ja. Da ist was kaputt gegangen und du befindest dich im freien Fall und es hört einfach nicht auf und es wird einfach nicht besser. Ah, I feel it. I feel it. Und in der Zukunft erwartet dich auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Da ist eine Herausforderung, die du annehmen musst, vor der du aber keine Angst haben solltest, ja. Nimm die Herausforderung an und auf geht es, denn deine Intuition wird dich wahrscheinlich richtig leiten. Gucken wir mal, was die Karten noch für Tipps haben. Die nächsten 2 Karten sind im Prinzip Tippgeber, wie du das Ganze machen sollst. Einmal. Noch die. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Okay. Hier geht es um Großzügigkeit. Das Thema ist auch ein bisschen so geben und nehmen. Und du sollst einfach großzügig geben, dir selber auch was gönnen, anderen etwas gönnen. Und dann wirst du auf den richtigen Weg kommen.
und diese Aufgabe, diese Herausforderung, die dich erwartet, auf jeden Fall lösen können. Ja, einfach mit Großzügigkeit der ganzen Sache begegnen, mit einer gewissen Offenheit. Und dann haben wir hier noch die Seherin oder den Seher. Das heißt also, Offenheit und Intuition wären die Tools, die dir dabei helfen, das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Ja? Den Weg zu gehen, den du vielleicht jetzt gehen musst. Intuition, ja, das Feingefühl einer Wahrsagerin, einer Seherin und die Großzügigkeit von jemandem, der viel hat, auch wenn du vielleicht noch nicht hast, was du willst. Ja? Diese zwei werden dich begleiten, um aus diesem schrecklichen Gefühl rauszukommen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Und jetzt gucken wir, was die finale Karte ist. Ah, da kommt sie geflogen. Okay, und da haben wir den Otter. Der Otter ist ja ein Wesen, was halt an Land und im Wasser zurechtkommt. Ja? Das heißt also, du wirst den Spagat zwischen zwei Welten, zwischen zwei Aufgaben, zwischen zwei Dingen, die total unterschiedlich sind, schaffen und das leben können. Ja? Sieht also ganz gut aus. Ja? Wenn das die Herausforderung ist, dann wirst du sie schaffen, ja, indem du diesen Spagat wagst, diesen Spagat machst und eine gewisse Dualität einfach erlaubst in deinem Leben. Ja, so viel zu dem grünen Tarot-Deck. Hier bist du richtig, wenn du dich für dieses Tarot-Deck entschieden hast mit der Bergkristallspitze. Und ich fange direkt mal an, die Karten zu mischen. Gucken wir mal, welche Karten uns da so zufliegen. Manchmal dauert es eine Weile, bis Karten rausfliegen. Ja? Manchmal brauchen die Botschaften ein bisschen Zeit, um zu uns zu kommen. Das ist nicht weiter dramatisch. Da kommt schon die erste Karte. Drei Stück brauchen wir für den Start. Kommt die nächste. Sehr energisch. Passt zu der Karte. Ui, jetzt fliegen sie aber gewaltig hier. Also, die zwei haben wir und die ist als erstes rausgeflogen. Gucken wir uns erstmal an, was wir da haben. Ja. Also, in der Vergangenheit ging es bei dir tatsächlich um das Thema Geben und Nehmen. Um mit deinen Ressourcen, deine Ressourcen quasi zu verwalten, die Ressourcen und das, was du hast, gleichmäßig zu verteilen und zu nutzen. Das war so ein bisschen dein Thema in der Vergangenheit. Ja. Jetzt im Moment herrscht Ordnung und Struktur und es läuft alles geordnet, wie es laufen sollte. Ja, du hast alles im Griff, wie der Herrscher hier halt auch. Und in der Zukunft sieht es für dich gut aus, aber es wird schwer. Ja? Also du wirst tolle Dinge erreichen in der Zukunft, aber das Ganze so ein bisschen auf die harte Tour. Ja? So what, wie sie da so sagt. Leicht wird es nicht, aber es wird gut. Die zwei sind als nächstes rausgeflogen. Gucken wir, was diese Karten zu sagen haben. Das sind Tipps, die dir das Tarot-Deck, dein Unterbewusstsein, für die nächste Zeit gibt. Okay. Da haben wir einmal den König der Stäbe. Ja, der steht dafür, dass du wirklich hohe Ziele und krasse Ambitionen hast. Das ist sehr gut. Man braucht sowas als Drive, als Antrieb. Es darf dir aber auch nicht im Weg stehen. Ja? Es darf dir aber auch nicht im Weg stehen. Es ist sehr gut, dass das vorhanden ist. Das sollte vorhanden sein, damit du genug Power hast und genug vorangehst. Aber es darf dich auch nicht ausbremsen, okay? Du darfst dich nicht verstricken in zu hohe Ziele, die dich dann vielleicht irgendwann abschrecken. Und dann haben wir hier noch, neun der Kelche. Das heißt also, du wirst belohnt werden, ja? Du wirst belohnt werden. Also wenn du mit deinen Ambitionen da ordentlich dran gehst, wirst du belohnt werden. Wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, es wird nicht leicht.
aber es wird sehr, sehr, sehr lohnend sein. Also trau dich, häng dich rein, ja? Do it! Und jetzt gucken wir noch, was die finale Karte ist. Ja, da kommt sie schon. Hey, hey, hey. Okay, was haben wir hier? Judgment. Ja, das ist so ein bisschen ja mit sich selber ins Gericht gehen, das letzte Gericht. Es hat aber auch viel, wie man das hier sieht, die steigen auf den Gräbern aus. Es hat mit Erwachen und Erneuern zu tun. Ja? Das heißt also, durch deine ganzen Bestrebungen wirst du ordentlich wachgerüttelt und du wirst dich vielleicht neu erfinden, wirst irgendwas erneuern oder verändern in deinem Leben. Und das wird aber gut sein. Ja? Das heißt also, es wird ziemlich spannend bei dir in der nächsten Zeit. Klingt gut, oder? Ja, ihr Lieben, das war unser Vollmond-Tarot. Man kann das Ganze auch noch ausweitern und ich könnte hier mit euch kleine Wunschrituale machen, wo ihr dann immer zu Vollmond einschalten könnt. Wir machen so ein kleines Mini-Online-Ritual, das könnt ihr zu Hause nachmachen oder direkt, während ihr das Video schaut, mitmachen, wenn ihr wollt. Besteht da Interesse? Gefällt euch sowas mit den Tarotkarten? Dann lasst es mich einfach mal wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!